Hallo, liebe Aufrufer, Lichtgeschwindigkeit, meine Sonderlinie mit Fußball-Erlebnis-Berichterstattung. Ich habe immer keine Bilder, weil mir YouTube die Bilder sperrt. Und ich möchte hier zu dem Spiel von Bayer Leverkusen in der Champions League-Gruppe in Donetsk, Schacht Donetsk. Das Spiel endete 0:0, Auswärtsspiel für Leverkusen, und ich möchte einige Dinge dazu sagen, auch wenn es 0:0 ausgegangen ist. Es war ein sehr spannendes Spiel. Die Mannschaft, das ist ja quasi eine Fremdenlegion von Donetsk, ist wirklich sehr international stark. Technisch und intelligenzmäßig, da sind einige Spieler, die wirklich etwas können und das wirklich wissen. Und das gibt einen souveränen Ausdruck. Die haben also gut technisch und schnell gespielt, athletisch, super Donetsk. Das ist kein Wunder, dass die wirklich ein richtig schwerer Gegner waren. Und bei Leverkusen möchte ich hervorheben, in diesem Spiel jedenfalls war das ganz, ganz deutlich. Erstens, sie haben wirklich einen genialen Torwart. Das ist bekannt, aber in diesem Spiel hat es auch wieder richtig gewirkt. Also Leno hat super mitgespielt und hat auch irre Dinger gehalten. Dann finde ich auch wirklich sehr bemerkenswert die Luftbewegung von Kießling. Der Kießling, der ja Torjäger ist und den man angeblich bei der Nationalmannschaft nicht gebrauchen kann, der ist ein so guter Kopfballspieler. Der hat ein Sprungvermögen und eine Sprungtechnik. Der fliegt einfach früher los und ist länger in der Luft. Wahrscheinlich hat er ein günstiges Fluggewicht, ist vielleicht groß und leicht. Jedenfalls, es ist wirklich sensationell, wie ballbehauptungssicher dieser Kießling ist. Stefan Kießling ist wirklich sensationell. Ist ein solch starker Spieler bei Leverkusen. Eine Freude, den zu sehen. Er ist immer anspielbar. Er ist sich für nicht zu schade. Der rettet auf der Linie und rennt hinten vor der eigenen Auslinie, verhindert einen Eckball und ich weiß nicht was. Aber seine Kopfball-Sprungtechnik ist wirklich absolut beispielhaft. Na gut, und das andere ist dann der jetzt ja erst wirklich richtig rausgekommene, inzwischen auch in der Nationalmannschaft platzierte Sydney Sam. Der ist wirklich auch goldig. Also man guckt zu und in dem Moment, wo der etwas macht, eine Idee hat, dann könnte man bestenfalls sagen, also das wäre die beste Idee und dann macht er das und er kann das technisch. Der hat auch etwa solche völlig verrückten Extremen. Einsatzbewegungen drin in seiner Art, wie das der Thomas Müller von Bayern München macht. Also eigentlich macht er Bewegungen, die gar nicht gehen, aber er hat ein Auge und er hat ein dreidimensionales Raumüberblicksvermögen. Das muss man ja wirklich wissen als Zuschauer. Man soll wirklich mal unten auf dem Platz mit rumlaufen, zu gucken, wie wenig man sehen kann. Also was wir von oben aus der dritten Dimension mit der Kamera, mit dem Fernsehen, mit mehreren Kameras alles sehen können. Das haben die Spieler da unten zwar aus der Erfahrung, aber das ist unwahrscheinlich schwer. Und die spielen dreidimensional. Also Sydney Sam, ein Wunderspieler, muss man wirklich sagen. Und aber am Ende ging es 0:0 aus. Donetsk hat auch wirklich sehr gut gespielt und für Leverkusen sieht das nicht so schlecht aus, sich zu qualifizieren eventuell für die nächste Runde. Dankeschön hier für den Aufruf. Ich habe leider keine Bilder, tut mir leid, aber Bayer Leverkusen hat wirklich sehr gut ausgesehen.